Hallöchen, ich habe hier ein Gerät. Das sieht schon mal sehr eigenartig aus. Das hat zwei Knöpfe, irgendwas mit On-Off-Cooled, 80 MIG und 125. Steht Twig drauf, ABS. Diejenigen, die jetzt schon wissen, was das ist, verratet das mal nicht. Da komme ich später mal zu. Und wozu ich das gekauft habe. Ich will euch das jetzt nicht vorführen, wofür das Ding eigentlich gedacht ist. Ich will euch nur zeigen, ich habe mir jetzt was gekauft und das Ding nennt sich... Laminator. 230 Volt, 50 Hertz, 345 Watt, 1,5 Ampere. 2005. Also normalerweise stand da ungebraucht, noch nicht benutzt, aber das Ding wurde schon benutzt, auf alle Fälle. Dazu gab es noch das Ding, das kommt hier hinten rein. Aber das ist auch schon kaputt. Da fehlt hier ein Dings, so eine Führung und der eine Nippel zum Reinstecken. So, das würde da so reinkommen. Das Ding brauche ich aber nicht. Und das Ding, ja, steht leider ein bisschen schief, was eigentlich so nicht soll, müsste eigentlich gerade stehen. Für das, was ich damit vorhab. Da komme ich aber später zu, was ich damit vorhab. Nur mal so am Rande, ich habe es einmal ausprobiert, es funktioniert wunderbar. Er heizt recht schnell auf, also ein, zwei Minuten und das Ding ist warm. Das ist eigentlich sehr gut. Nur, ich habe da schon reingeguckt. Ja, das Ding macht es mir nicht einfacher für das, was ich damit vorhabe. Also das Vorhaben, was ich damit vorhabe, ja. Da muss ich jetzt das Ding hier umbauen. Und das, ja. Ist dann auch noch nicht ganz so einfach. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Dieses ABS hier an der Seite, das ist, um den Motor zu trennen. Dann kann ich da so dran ziehen, dann sind die Rollen frei. Ich habe auch schon reingeguckt, wie warm das Ding wird. Ist ein Schalter drin mit 95 Grad, ein Schalter mit 110 Grad und ein so ein Bimetallschalter mit 145 Grad. Die 145 Grad reichen aus für das, was ich machen will. Aber die Regelung gefällt mir absolut nicht, die da drin ist. Deswegen baue ich das um. Und ich habe reingeguckt. Ich habe ja erst gedacht, da wäre vielleicht ein Relais drin, was ich benutzen kann. Ist leider nicht. Also muss ich mir noch ein Relais besorgen. Ich habe zwar ein Relais hier, 24 Volt. Aber ich will das mit einem Arduino Nano machen. Der hat 5 Volt. Und ich wollte jetzt nicht da noch 5 verschiedene Netzteile reinpacken. Vor allen Dingen ist da gar nicht so viel Platz drin. Jetzt müsste ich mir ein 5 Volt Relais kaufen. Oder ich mache irgendwie die Spannungsversorgung extern. Das ist auch blöd. Die Temperaturregelung ist mir zu doof da drin. Die ist zu grob. Der heizt bis irgendwo hoch und dann sackt die Temperatur wieder runter, bis er wieder schaltet. Ich möchte das ein bisschen genauer haben, dass also die Schalthysterese ein bisschen enger zusammenhängt und nicht so weit auseinander. Für das, was das Ding hier eigentlich macht, in dem Sinne ist es okay, aber nicht, was ich damit vorhab. Da muss ich da schon die Schalthysterese ein bisschen enger haben, nicht so groß, wie das Ding hier hat. Wie gesagt, nur mal so schnell am Rande wollte ich zeigen. Der Rest, was ich da eigentlich genau mit vorhab, komme ich später drauf zu. Ich muss mir mal was überlegen. Kondensatornetzteil wäre ja natürlich noch eine Idee für das 24 Volt Relais, aber ich habe mir noch nie irgendwie ein Kondensator-Relais gebaut, Netzteil gebaut. So ein Kondensator-Dropper-Dings da. Hier 230 Volt Kondensator, Brückengleichrichter und dann das Relais hinten dran. Ich weiß gar nicht, wie das. Ich muss mal gucken im Internet, ob ich da irgendwie was zum Ausrechnen finde.
Vielleicht funktioniert es ja. Es muss ja nicht genau 24 Volt sein, es muss nicht genau stabil sein. Es ist bloß, um die Spule zu schalten. Ich habe auch keinen so kleinen Mini-Trafo, der 24 Volt irgendwie machen würde. Mit, ich weiß nicht, 10, 20, 30, 50 Milliampere, keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Ein 230 Volt Relais, also an der Spule habe ich leider nicht, habe ich schon geguckt. Leider habe ich das nicht, das wäre noch ein bisschen einfacher. Okay, nur so viel dazu. Da kommt eine andere Steuerung rein. Die Geschwindigkeit wollte ich eigentlich auch runtersetzen, ist hier nicht möglich. Ich habe geguckt, ein Stepper-Motor wird ein bisschen schwerer anzubauen. Also muss ich den auf die Geschwindigkeit lassen, leider. Naja, was soll's. Ist nicht so schlimm. Dafür hat mich das Ding 5 Euro gekostet. Was will ich mehr erwarten? Okay, dann. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.